Ja, mal sehen. Es läuft. Mhm. Gut. Also diese Häuser, waren die auch da? Doch, das Haus hier war da gewesen. Aber wie gesagt, hier in der Ecke war ich nicht. Wir kommen jetzt zur Onkenstraße. Also wir haben damals als Grenzsoldaten Onken Street dazu gesagt. Und ich zeige Ihnen gleich. Also hier ist lediglich mal eine Offizierstreife vorbeigelaufen. Und hier in diesen Gebäuden, meines Wissens, diese Balkons, die waren meines Wissens nicht. Also ich kann mich nicht, das müsste auch neu gebaut sein, hier dieser ganze Bereich hier vorne. Und in der Onkenstraße, also ich habe zu Hause auch noch Bilder aus dieser Zeit, war praktisch die normale Berliner Blockbebauung gewesen. Und zwar hier waren mehr Gebäude aus der Gründerzeit hier, auf dieser Seite jedenfalls. Ne? Also, und wir sind höchstens, also das ist auch alles neu hier. Und der, hier war, ist praktisch folgende Situation gewesen. Ungefähr hier in dem Bereich war über die Straße riesengroße Betonteile aufgestapelt, die so schwer waren, dass wenn von hinten ein LKW hätte durchbrechen wollen, hier nicht durchgekommen ist. Und die gingen praktisch bis fast hierher, sodass praktisch nur noch Personen hier durchlaufen konnten. Und hier in dem, also wie gesagt, hier war noch auch damals ein Gebäude von ungefähr Gründerzeit, aber relativ arme, also keine schwülstigen Architektur, relativ einfache Mietskasernen. Und hier in den Fenstern haben wir uns dann den ganzen Tag manchmal mit den Leuten unterhalten. Ja? Ja, also wir wohnten dann sogar hier drin, damals in den Gebäuden. Ne? Und das waren ältere Leute, ein Teil der Wohnung war auch leergeräumt und man hat dann Stück für Stück praktisch Leute dort einziehen lassen, die eben involviert waren in Ministerien, in Partei, Regierung und so weiter. Ne? Und Sie haben sich tagsüber mit denen... Ja, also wir hatten praktisch, also man kam früh so, zum Beispiel um 6 Uhr hierher, Frühschicht bis 14 Uhr. Und dann meistens standen wir dann auch hier vorne. Hier vorne war ein Kontrollpassierpunkt. Und da kamen praktisch nur Leute rein, die so einen Schein hatten. Und die sind dann hier, konnten hier in ihre Wohnung reingehen. Ne? Und die Leute waren jetzt nicht verdächtig oder so ihnen gegenüber? Nö, das waren ganz Menschen, die haben hier schon immer gewohnt. Mhm. Also da haben Leute hier drinnen gewohnt, die wohnten seit 1936 hier. Ne? Und die waren inzwischen alt geworden, Omas, und die so lange Weile guckten aus dem Fenster raus. Manchmal kam das Enkelchen, manchmal hatten sie ein hübsches Mädchen dabei gehabt, Enkelin. Die kamen dann, haben wir versucht mit denen zu flirten und so. Und da haben wir bis 14 Uhr sind wir dann immer hier hin und her gelaufen und haben jeden, der da, wir kannten dann mittlerweile auch fast jeden, der hier gewohnt hat. Ne? Und auf der anderen Seite auch hier. Ne? Also das war auch hier Bebauung gewesen, Gründerzeit. Mit meines Wissens entweder rekonstruiert, also ich habe es jedenfalls nicht so mehr in Erinnerung. Es war irgendwie, sah es einfacher aus. Kann ja sein, es ist 20er, 30er Jahre Bau. So genau kann ich das heute auch nicht mehr. Okay. Ne? Ja. So, jetzt gehen wir da hier vor, die Harzer Straße. Ja, und dann jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn wir in den Blick hier hatten, dann ist dann die Mauer. Also wir haben dann von drüben nur praktisch erst ab dritter Etage was zu. Sie haben das schon? Wir haben erst ab dritter Etage die Fenster gesehen. Weil ja vom Blickwinkel her, wir konnten ja nicht über die Mauer drüber weggucken, was lief da drüben rum oder so. Ne? Und haben Sie da reingeschaut in die Fenster? Na, hier nicht, an anderen Postentürmen ja. Also es gab Ecken, wo wir praktisch mit unseren Ferngläsern gucken konnten, was essen die da gerade. Und hat Sie das interessiert? Na, freilich, mich ja. Ja. Ja? Wir haben auch totale, auch andere Sachen erlebt in dem Sinne. Ich war mal auch bei so einem vom Bundeszentrum für politische Bildung. Da habe ich ja mal so eine Frage bekommen, was wir da gemacht haben. Bei den Leuten in diese Fenster beim Essen zuzugucken, das war nicht so interessant. Interessanter war hier in den Gebäuden,
jetzt bei der, auch hier bei der Mengerzeile ein Stückchen weit auf den Hinterhöfen. Da sind wir die Feuerleitern hoch und haben den Leuten am Sonnabend nach dem Fernsehen in die Schlafzimmer geguckt. Oh. Und die wussten nicht, dass wir da draußen waren. Ne? Und da haben wir manchmal Pornofilme aus 5 Meter Entfernung mit dem Schatz. Und nach einer Weile wussten wir das schon, ne? Da ist ein junges Ehepaar oder das, da geht's hoch her. Und auch hier hinten in den, hier sind noch auch so halb Fabriken gewesen, auch halb Wohnbebauung. Und da sind wir da hinten, sind wir da hoch. Ne? Und wussten die Leute, die drin waren, dass sie beobachtet werden? Nee. Gottes Willen, durften die doch nicht rauskriegen. Die hätten sofort das unserer Führung gesagt, hier, die sind, wir waren hier gar nicht an der Grenze, sondern wir haben nur dummes Zeug da hinten gemacht. Ne? Jetzt meinen wir, unsere Aufgabe wäre gewesen, den ganzen Tag da hier hin und her zu laufen. Dahin, vorne rum, Onkenstraße, wenn wir Streife hatten. Ne? Dann wieder zurück, dann hier vorne. Das war damals auch schon 66, war auch schon alles leer hier. Die Häuser waren alle weg, hier in dem Bereich. Ne? Können Sie sich eigentlich noch an bestimmte Leute oder Fenster erinnern, die Sie gerne beobachtet haben? Nee, nicht nee, mehr. Das ist, man weiß nur, dass das war dann abends gewesen. Rappendunkel um 10, 11 und dann, wie gesagt, dann manchmal auch nur in den Hinterhöfen. Die Leute haben natürlich auch damals die Fenster zugezogen und die Gardinen. Ja. Wo man reingucken konnte, war auch im Schlafzimmer eine Gardine gewesen. Aber es hat eben auch Bereiche gegeben, wo dann praktisch in Richtung Westen nichts war. Wo die nie auf den Gedanken gekommen sind, dass wir da oben zum Dach auf dem Dach die Luke aufgemacht und dann mit dem Fernglas da den Leuten ins Schlafzimmer geguckt haben. Aber das war hier an diesen Häusern? Ja, es war fast alle, wir haben ja fast in allen Hinterhöfen mussten wir Streife laufen. Wir hatten Schlüssel gehabt und dann sind wir, zum Teil waren auch noch, aus dem Zweiten Weltkrieg wurden die Häuser ja auch als Luftschutzräume benutzt. Mhm. Und wenn ein Haus zusammenstürzt, dann war unten im Keller waren Durchbrüche in andere Häuser. Damit man flüchten konnte, ne? Wenn man verschüttet wurde, dass man da rauskam. Und wir hatten dann eben auch, wie gesagt, die Schlüssel gehabt zu den Kellern und sind dann unten praktisch über so einen ganzen Gebäudekomplex der Berliner Blockbebauung durchgelaufen. Ach so. Ne? Und dann haben wir dort den Leuten die Konserven geklaut. Die junge Leute, ja, ne? Ja. Die haben sie vergessen, hatten irgendwelchen Schrebergarten gehabt. Die hatten hier 120 Gläser Pflaumen. Wenn da 5 Gläser weg waren, haben die gar nicht gemerkt. Ja, ja. Aber es ist schon interessant, Leute zu beobachten. Also nicht abends, aber ich finde, es war immer so mein Traum, das unsichtbar zu sein und Leute zuschauen zu können. Ja, so interessant ist dann nach einer Weile auch. Ist dann, das ist ein paar Wochen, weil es stinkt langweilig. Ne? Das ist auch, und wir haben dann auch insgesamt mehr gesehen, als da überhaupt zu sehen waren. Ja, Leute um die 40, jetzt mal als Beispiel ein Ehepaar, die Sexualität darf man sich heute nicht so vorstellen, wie heute im Pornofilm. Die haben das schön leise und still unter der Bettdecke gemacht. Ja. Ne, da hat man nur dann ihre Köpfe gesehen und die Decke hat ein bisschen gewackelt. Das war alles. Ne? Das ja. Aber Sie haben nach einer Weile die verschiedenen Familien erkannt, oder? Ja, doch schon. Ja, also das ist klar. Wenn man so mehrfach praktisch an immer wieder den gleichen Stellen stand, hat man das eben entsprechend dann natürlich auch mitbekommen. Und dann hat man sich auch untereinander ausgetauscht. Ja. Da drüben, da wohnt eine hier. Eine Studentin, die rennt den ganzen Abend im BH durch die Bude. Ne? Da, natürlich. Und hatten Sie auch so Spitznamen für die Leute? Nee, sowas. Nee. Es war dann höchst so Sachen, also ich kann mich an eine Sache erinnern. Wir haben ja eben auch nicht nur den, hier beispielsweise, da hier vorne ist das gewesen, was ich sage, Boucherstraße. Da waren wir da oben gewesen, dann konnte man dann eben
wie gesagt, den Leuten in die Fenster reingucken. Ne? Manchmal war es auch umgekehrt, dass wir auch in den Osten reingucken. Und da war es dann interessant, ja, wir wussten, da hier wohnt ein Hauptmann der Nationalen Volksarmee. Und was macht bei dem jetzt hier eine riesengroße Kaba-Büchse auf dem Tisch? Na, wo hat er die Kaba-Büchse her? Er ist doch Offizier der Nationalen Volksarmee. Na, und dann in der Bude oben im Küchendingsbums, da lag alles hier, die Kaffeesorte, das nur Westkrempel, ne, wo man sich das nicht vorstellen konnte. Aber wie funktioniert das jetzt? Wie kommt der an diese Sachen ran? Die dürfen ja nicht mit Westartikeln und Westprodukten zu tun haben. Ne? Und manchmal war die Lösung ganz einfach. Ne, der hat einen Sohn gehabt, der war beim Außenhandel. Und dann ging das eben auch schon los, was auch wieder für mich interessant war zu beobachten. Die Genossen wollten auch Westeuropa sehen und haben das möglich gemacht, wo ich dann auch selber mit zu tun hatte. Ich bin aus der Berufsberatung raus, ich bin dann wieder in die Industrie, war in Entwicklungsabteilung. Ich war Gutachter dann später zum Ende so der DDR. In so einem Warenzeichenverband, expertig nannte sich das. Und mein Job war, Produkte zu beurteilen, die dem Außenhandel vorgestellt wurden. Und wenn das in einem Betrieb klappte, dann wurde praktisch der Betriebsleiter Reisekader. Der durfte manchmal nach Hannover auf die Messe. Ja. Verstehen Sie? Mhm. Und die durften dann auf einmal reisen. Mhm. Natürlich haben die dann natürlich auch die gleichen Clanstrukturen waren da auch wie in Afghanistan. Dann hat man eben seinem Bruder ordentlichen Kaffee mitgebracht aus dem Westen. Und so. Und so einfach war das manchmal gewesen. Ach so, ja. So dass dann eben auch die. Ich meine, damals habe ich mich noch gewundert. Da war mir das, ich wusste nicht, wie das funktioniert. Das kam erst später, wo dann eben ich solche Strukturen erkennen konnte. Was geht da hier vor? Ne? Mhm. Und dann auch, ich hatte einen Freund gehabt, der war bei der Artillerie gewesen in Bad Salzungen. Der ist aus gesundheitlichen Gründen entlassen worden aus der Nationalen Volksarmee. Und wo ich das erste Mal den besucht habe, dann hat er seinen Schrank aufgemacht und hat ganz stolz eine große Flasche Cognac Hennessy rausgeholt und hat die auf den Tisch. Und wo ich dann gefragt habe, wo hast du das her, hat er mir natürlich nicht erzählt. Ne? Hat dann gesagt, dreimal darfst du raten, aber hat mir es nicht erzählt. War auch irgendwie wahrscheinlich von der Verwandtschaft gewesen. Ja, ne? Ja. Aber das heißt, sie haben meistens Leute im Westen beobachtet. Nein, was ist unser Job war oder sollte sein, wir sollten beobachten, dass keiner in Richtung Mauer geht und so. Beobachtet haben wir jetzt in dem Sinne niemand, das ging uns nicht an. Ja. Wir sollten ja nicht in Richtung Westen gucken. Ach, Sie sollten nicht Richtung Westen? Nein, ja, ja. Gottes Willen, immer nur die Richtung. Ja. Na, das war ja auch das, was mich damals schon zwar nicht gestört hat, aber eben auch zu Fragen oder Fragen aufgeworfen hat, weil im Politunterricht und im Dienst wurde behauptet, die Westberliner Mauer ist ein antifaschistischer Schutzwall und unsere Aufgabe ist es eben, den Sozialismus vor den BBK heißt bitterböser Klassenfeind, zu schützen. Mhm. Ja? Aber die Grenzanlage war nicht in Richtung Westen aufgebaut, als Verteidigungsgrenzanlagen, so wie es jetzt meine ich in Ceuta ist, in Spanien, zu Marokko, ja, sondern in die andere Richtung. Also wir waren praktisch Knastwächter des eigenen Volkes, das war unser Job. Und wir hatten nicht hier in die Fenster reinzugucken, gar nicht in die Richtung. Wir sollten in die Richtung gucken, ob da einer kommt, der hier nichts zu suchen hat. Aber waren Sie manchmal neugierig? So wie es im Westen ist? Ja, ne, freilich. Das ist zum einen eben auch durch meine familiäre Situation. Ich bin im Westen geboren, in Melsungen bei Kassel. Und ein Teil meiner Verwandtschaft
ist praktisch auch in Hessen gewesen. Also Onkel und Tante waren in Melsungen und die kamen ab und zu Besuch. Nur ich kam da nicht hin. Ne? Und die haben dann auch erzählt, ja, sie waren im Urlaub da und da an der französischen Kanalküste oder waren im Schwarzwald und waren in den Alpen und haben uns dann die Bilder hingeblättert, wie es auf der Zugspitze aussieht und so. Weil ich wollte mir da auch hin. Ja, ja. Ja. Ja, und das ist so ein, das ist jetzt so typisch eben hier, das ist noch ein altes Haus aus der Zeit. Ne? Und hier sind wir, wie gesagt, wir haben einen Schlüssel gehabt, sind hier rein, nach oben auf dem Boden und haben dann auch in die Richtung dann manchmal oben auf dem Boden gesessen, auf der Leiter gehockt und haben praktisch 8 Stunden früh, spät Schicht eben da oben unter dem Dach zugebracht. Ach so. Ne? Aber hier wohnten Leute drin. Da wohnten Leute drin, ja. Und hat das Sie gestört, dass Sie da oben waren? Das haben die gar nicht gemerkt. Ach so. Wir hatten einen Schlüssel für den Boden gehabt. Und dann sind wir da hoch und waren mucksmäuschen still auch. Ne? Und das war dann aber auch immer, also ich war einfacher Soldat. Und das war dann immer so eine Offizierstreife, also mit Offizier zusammen war ich da. Ne? Also einfache Soldaten hatten, und dann wurden eben auch die eigenen Kameraden beobachtet. Ob die ihren Dienst ordentlich verrichten und solche Sachen. Und ich hatte eben als Hobby auch damals gehabt, die Fotografie. Und wenn die sogenannten Aufklärer, haben die sich genannt, Grenzaufklärer, wenn da welche zu viel in Urlaub waren, dann hat dann eben mein Zugführer, 5 Stück hieß der hat dann gesagt, los, Hebstadt, hol die Kamera. Und dann saß ich dann mit dem Teleobjektiv da oben auf dem Dach und habe dann in die Richtung fotografiert und dann noch geschlafen. Und hat das Spaß gemacht? Nee, überhaupt nicht. Aber ja. Sie meinten, Sie waren Hobbyfotograf. Ja, ja. Diese Art von Fotografie. Nee, das ich habe dann immer daneben gehalten oder habe es verwackelt oder so. Das ist dann. Haben Sie in der Zeit auch selber Fotos gemacht, nur für sich? Ja, ja, aber ich habe so ein dickes Album habe ich, das ich damals fotografiert habe. Nee, von den Kameraden. Also hier im Grenzbereich durfte ich offiziell nicht fotografieren. Ja. Ich habe vielleicht 6 oder 7 Fotos, die habe ich aber nicht selber gemacht. Da habe ich die Negative im Archiv geklaut. Aha. Na, und da sind auch ein paar dabei, die dann auch, die ich dann später wiedergefunden habe, die ich fotografiert habe, die sind jetzt im Bundesarchiv. Jetzt kann man hier schon wühlen. Ne? Und ich habe meine eigenen Fotos gefunden, ne? Die ich damals gemacht habe, auch in unterschiedlichen Büchern. Und wenn Sie hier das Video gesehen haben, was ich hier eben von mir selber gemacht habe, so jetzt wie hier, ja. Da habe ich ja auch aus so einem Buch raus die Bilder, die damals gemacht wurden, ne? Ja, der Zeit. Ja, ja. Und so. Und insofern habe ich mich eben damit eben auch auseinandergesetzt. Ne? Ja. So, und hier, wie gesagt, war es dann auch so, die Mauer ging ja praktisch so. Wir sind zwar auch hier lang gelaufen, an der Stelle aber relativ wenig. Also uns hat man dann auch immer lieber auf diesem Postentürm gehalten. Und warum? Na, einmal hat es auch Sicherheitsgründe gehabt und dann war ja auch, was sollte man hier lang hin und her laufen? Man hat eben 2 unterschiedliche Sachen gehabt. Eben einmal Streife, dass man hingelaufen ist und dann eben auf diesem Postenturm. Und da war auch immer das Sicherste, wenn man dann auf diesem Postenturm war. Dann konnten auch die Kameraden von den anderen Postentürmen beobachten, da sitzt da noch einer oder sitzt da keiner mehr. Wie rumgelaufen ist im Schatten und war zwar alles hier. Also das war hier nachts beleuchtet wie auf der Autobahn nach Stadteinfahrt. Ne? Hier, das war daghell gewesen. Ne? Und das heißt, die Mauer, die war dann hier? Ja, die Mauer war hier. Hier drüben sehen Sie ja, ne? Ja. Hier konnte man noch, wie gesagt, laufen. Und die haben dann auch hier drüben dann auch nur, wenn die Kinder da hin und her, die konnten ja noch nicht mal mit dem Auto hier langfahren. Die Büschel meines Wegens waren damals nicht und so, damit sie doch, glaube ich, Umzüge machen konnten. So, ne? Aber ansonsten war das hier eben, waren die hier gewohnt haben, bös dran. Ne? Aber das war Westen? Das ist Westen, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ne? Und wohnten da auch viele Leute? Ja, freilich war eine schöne, ruhige Ecke für die. Bis auf unseren Blödsinn, was wir eben gemacht haben, mit den Signalpistolen geschossen haben. Ne? Ja. Ich habe nämlich eine Familie
ein Paar in Paris, die wohnen gleich hier in der Boucherstraße 30. Und die sind hier 1961 im Frühling oder 60 eingezogen. Und hatten sich so gefreut, dass sie endlich eine Wohnung bekommen haben. Und dann waren sie so lange im Brennstall. Ja, die mussten, die kamen dann auch nur, die haben dann sich auch erzählt, haben, die kamen nur mit diesem Passierschein rein. Die haben halt noch nicht mal, wenn die goldene Hochzeit hatten, durften die noch nicht mal eine Feier machen. Ja. Die mussten dann irgendwo draußen in Berlin in eine Gastwirtschaft einladen in ihrer Verwandtschaft. Weil hier durften nur mit Sonderausnahmen eben welche von außerhalb hier reinkommen. Ja. So, hier war auch auf der Ecke Heidelberger Straße. Boucherstraße, hier stand auch ein Postenturm, mitten auf der Straße hier. Und das war alles weg hier, ne, EDK. Das war damals schon total leere Fläche. Absolut nichts. Ne. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Wieder. Und wie war eigentlich so die Atmosphäre hier? Also, war das so eher düster? Ach, nee. Kann ich mich nicht erinnern. Das ist irgendwie Alltag dann gewesen. Wissen Sie, im Frühling haben die Vögel gezwitschert und im Winter haben wir gefroren. Ja, und natürlich, wenn man jetzt so alte Bilder sich anguckt, das sieht nun extrem düster aus. Weil eben meistens schwarz-weiß fotografiert wurde. Ja, aber wenn man ein paar Dias, die in Farbe gemacht wurden, das sieht natürlich gemütlicher aus, ne? Sogar an der Berliner Mauer. Ne? Für mich waren zum Beispiel so Sachen interessant hier, ich fand diese Architektur interessant, diese Laubenganghäuser. Weil ich gehe eben ordentlich Bauhausstil oder überhaupt Bauhausarchitektur interessiert und Gropius und so verschiedene andere Architekten. Johannes Meyer ist ein deutscher Architekt, der dann in die Sowjetunion gegangen ist und der hat tausende von diesen Häusern in der Sowjetunion gebaut. Halbe Städte sind da mit dieser Architektur entstanden. Ne? Also nicht nur diese Hohlblock-Plattenbauweise, sondern auch eben eine Art sozialer Wohnungsbau mit schön geschnittenen, hellen Wohnungen. Ne? Obwohl die hier nicht so elegant waren, weil der Balkon geht jetzt hier Richtung Osten. Ja. Ja, das sind Frühstückbalkons und da hält sich ja keiner auf dem Balkon aus. Ne? Wenn man auf der anderen Seite ist, halt nichts. Ne? Ja. So einen Unsinn haben wir immer gemacht. So, ne?